Guten Tag, Fitnesstrainer. Herzlich willkommen bei Karriere als Fitnesstrainer. Heute geht es weiter mit den Videos aus der medizinischen Fitnesstraining. Und zwar schauen wir uns heute genauer die Muskelverletzungen an. Wenn du andere Videos über medizinisches Fitnesstraining wie Skoliose, Bandscheibenvorfall, Hohlkreuz, Rundrücken und sowas alles verpasst hast, verlinke ich dir hier oben die Playlist, da kannst du die nochmal anschauen. Aber heute soll es, wie gesagt, um die Muskelverletzungen gehen. Wir werden uns die Muskelkater genau anschauen, die kleinste Verletzung sozusagen. Dann einmal die Muskelzerrung und aber auch den Muskelriss bzw. Muskelfaserriss. Ja, und da schauen wir uns jeweils an, einmal die Entstehung, die Symptome, die Dauer, wie lange dauert es, bis es ausgeheilt ist und die Maßnahmen bzw. das Training werden wir uns anschauen, damit du halt einfach genau Bescheid weißt, wenn jemand zu dir kommt und sagt, hey, ich habe Muskelfaserriss, war schon beim Arzt und sowas, was kann ich jetzt als nächstes machen, dass du genau Bescheid weißt über die Dauer, über den Verlauf der Krankheit und so weiter. Und deswegen würde ich sagen, wir fangen gleich an mit dem Muskelkater. So, wir fangen an mit dem Muskelkater. Wie entsteht denn das Ganze? Ich glaube, jeder hatte schon einen Muskelkater, deswegen weiß er auch, wie es entsteht. Einfach durch eine entweder unbekannte Belastung oder durch eine Überbelastung. Ja, wir kennen es ja, wenn wir irgendeinen Sportart zum Beispiel zum ersten Mal ausführen, dann ist es einfach eine sehr unbekannte Belastung für den Muskel und darauf folgt eben häufig ein Muskelkater oder wir haben einfach eine Überbelastung, zum Beispiel im Krafttraining oder sowas, in Übungen, die wir sonst nicht so oft machen oder die wir noch nicht so stark gemacht haben, dann folgt eben häufig der Muskelkater. Und hier auch noch interessant zu wissen, in der exzentrischen Phase der Wiederholung, also in der nachgebenden Phase, entsteht öfter ein Muskelkater als in der konzentrischen. Ja? Dort reißen eben einfach mehr Z-Scheiben in der Muskulatur, was uns auch gleich schon hier zu den Rissen in den Z-Scheiben führt. Ihr kennt ja das Sarkomer, wie das aufgebaut ist, einer Muskelzelle. Wenn nicht, dann schau dir hier mein Video an über den Aufbau einer Muskelfaser. Also Sarkomer hat ja hinten und vorne immer eine Z-Scheibe und diese reißen eben während des Trainings, während dieser unbekannten Überlastung. Ja? Und wenn die gerissen sind, dann entzündet sich das Ganze halt und dadurch lagert sich Wasser ein und eine Ödembildung kann entstehen. Das passiert direkt nach dem Training. Ja? Aber in der Muskelzelle selber sind keine Schmerzrezeptoren. Das heißt, erst wenn nach 12 bis 24 Stunden danach, deswegen haben wir auch erst am nächsten Tag Muskelkater, erst wenn das Ganze ausgespült wird, kommt es eben an Nervenzellen und Schmerzrezeptoren dran sozusagen. Ja? Und das verursacht dann eben den Schmerz, den Muskelkater. Ja, und Symptome, ganz klar, haben wir einmal hier Schmerzen in der jeweiligen Muskulatur, kennen wir ja alle, je nachdem wie stark die Belastung war, ist natürlich auch der Schmerz größer und die Dauer läuft jetzt auf 12 bis 48 Stunden, sogar bei manchen ist das sogar länger, manche erzählen mir im Fitnessstudio immer, die länger nichts gemacht haben, ja, ich hatte 3-4 Tage lang Muskelkater, das kann eben auch sein, wenn man eben sehr lange nichts gemacht hat. Und dann schauen wir uns mal hier die Maßnahmen an, was kann man denn machen, um so einen Muskelkater zu vermeiden? Einmal hauptsächlich die Durchblutung fördern. Warum die Durchblutung fördern? Einfach, weil im Blut ja die ganzen Nährstoffe sind, ja, und diese Nährstoffe ernähren halt den Muskel und dadurch wird das Ganze halt wieder, oder tut das Ganze nicht mehr so weh wie davor. Wie kann man denn jetzt die Durchblutung fördern? Natürlich einmal durch ein gutes Warm-up, ja, das heißt, wenn man sich besser aufwärmt, läuft man nicht so eine Gefahr, einen so starken Muskelkater zu haben. Nach dem Training, was kann man da machen? Entweder durch Wärme direkt nach dem Training zuführen, das heißt zum Beispiel nach dem Training in die Sauna gehen oder irgendwelche andere Wärmetherapien oder sowas anwenden, das kann eben die Regeneration verbessern und dadurch auch die Muskelkater lindern. Dann direkt nach dem Training Eiweiß und schnelle Kohlenhydrate zuführen, ja, das fördert auch die Regeneration von der Muskulatur. Und weiterhin hilft natürlich noch das klassische Abwärmen, ja, einfach damit die Abfallprodukte des Trainings ja besser abtransportiert werden können. Wenn wir uns eben abwärmen, so 5 bis 10 Minuten kann auch Muskelkater entgegenwirken. Und aber auch sanfte Massagen können auch gegen Muskelkater helfen. Hier muss man aber aufpassen, dass sie wirklich sanft sind und nicht zu stark, weil zu starke Massagen können wieder für einen Muskelkater positiv sein. Das heißt, dass wieder mehr Schmerzen entstehen. Und ja, jetzt weißt du schon mal viel über die Muskelkater, dann würde ich sagen, wir schauen direkt weiter zur Muskelzerrung. So, jetzt ist die Muskelzerrung dran. Wie entsteht denn eine Muskelzerrung? Einfach durch hohe, ruckartige Belastungen oder ein fehlendes Warm-up. Das heißt, Leute, immer mit aufwärmen, wenn ihr keine Muskelzerrung haben wollt. Und hohe, ruckartige Belastungen, was kann es zum Beispiel sein? Stell dir vor, du trainierst schön Bizeps hier auf der Scott Curl Bank, ja, und du bist schon fast beim Muskelversagen, dein Kumpel hat schon einen Satz wieder mit nachgeholfen, und dann lässt sich das Gewicht von oben ganz schnell fallen, ja, und das wäre dann zum Beispiel eine hohe, ruckartige Belastung, und das kann eben eine Muskelzerrung hervorrufen. Was passiert dann in der Muskulatur? Die Sarkomere und Filamenti sind einfach extrem gedehnt, ja, und dadurch bildet sich wieder ein Ödem, das heißt Wasser lagert sich ein und es entsteht ein sofortiger Schmerz direkt nach diesem Ereignis, nach diesem Geschehen. Und danach, die Schmerzen sehen so aus, dass der Ruheschmerz noch nicht so hoch ist wie bei einem Muskelfaserriss.
Aber wenn man die Muskulatur belastet, dann ist auf jeden Fall ein starker Schmerz da. Und man sollte natürlich nicht jetzt auf eine Muskelzerrung auch noch drauf trainieren. Ja, so viel dazu. Die Dauer, bis man den Muskel so im Alltag wieder belasten kann, sagt man so ein paar Tage. Aber bis man wieder wirklich trainieren kann, sind es so 1 bis 2 Wochen, habe ich hier unten auch nochmal aufgeschrieben. Nach 1 bis 2 Wochen könnte man wieder anfangen zu trainieren. Was immer wichtig ist im medizinischen Fitnesstraining, immer schmerzfrei trainieren. Das heißt, wenn der Muskel noch wehtut, ja, während der Belastung, dann kann es natürlich auch sein, dass du nicht trainieren solltest. Die Maßnahmen, was sollte man machen, wenn man eben eine Muskelzerrung hat? Direkt die Pechformel anwenden. Die Pechformel, was ist denn die Pechformel? Die Pechformel bedeutet P für Pause, das heißt Pause machen, das Training aufhören. E heißt Eis, das heißt kühlen auf jeden Fall. Das verhindert einfach die Bluteinlagerung in der Muskulatur und hilft einfach zur Verbesserung. Dann Kompression, man könnte auch so einen leichten Verband hier bei der Muskelzerrung machen. Und hochlagern. Ja? Also das ist diese Pechformel, die man sehr häufig im medizinischen Fitnesstraining anwenden kann. Und später, nach ein paar Tagen, sollte man versuchen, die Muskulatur wieder zu durchbluten, dass wieder Nährstoffe an den Muskel herankommen. Und ja, nach 1-2 Wochen kann man dann wieder mit dem Training starten, wenn das Training dann schmerzfrei geschieht. Und jetzt kommen wir zur schlimmsten Stufe der Muskelverletzung, und zwar dem Muskelfaserriss. So, und jetzt als letztes das Schlimmste von den ganzen Sachen, der Muskelriss bzw. Muskelfaserriss. Wie kann das Ganze entstehen? Es entsteht häufig eben bei ruckartigen Sportarten, wie zum Beispiel Fußball oder sowas, wo man einen Schlag auf einen gedehnten Muskel bekommt. Ja, das kann ja sein beim Fußball oder beim Handball oder sowas, bei solchen Sportarten einfach, wenn einer in dich reingrätscht und du hast einen Muskel angespannt und der haut da voll drauf, kann es eben sein, dass mehrere Muskelfasern reißen. Da gibt es jetzt verschiedene Grade des Muskelfaserrisses. Ja? Grad Nummer 1 ist, eher wenige Fasern sind durchgerissen. Grad Nummer 2 ist, schon mehrere Fasern sind durchgerissen. Dabei ist die Faszie aber bei diesen beiden, also die Faszie ist da noch intakt, also die ist noch in Ordnung. Und beim Grad 3, dem schlimmsten Grad, da sind eben sehr viele Fasern durchgerissen, eventuell sogar ein ganzes Muskelfaserbündel. Und die Faszie kann dabei auch noch mitreißen. Ja? Also da kann man das halt je nachdem einteilen und je nachdem, wie schlimm das Ganze ist, wirkt sich das Ganze natürlich auf den Heilungsprozess aus. Ja? Was sind denn die Symptome? Die Symptome sind, es ist so ein messerstechender Schmerz, ja? Wie wenn einer mit Messer so reinstechen würde. Man bekommt einen Bluterguss und es entsteht eine Delle in der Muskulatur, weil sich da natürlich auch wieder etwas einlagert, Wasser einlagert und dann entsteht eben hier eine starke Delle, das alles entzündet. Da kann man also sehr gut dann sehen. Wie lange dauert das Ganze, bis es dann ausgeheilt ist? Also 4 bis 6 Wochen bei Grad 1, 2 würde ich sagen. Und wenn es wirklich halt auch Grad 3 ist, also wirklich komplett Muskelfaserbündel gerissen sind, dann kann das Ganze natürlich auch länger dauern. Ja? Was sollte man machen, wenn man so einen Muskelfaserriss sich zugezogen hat? Natürlich direkt nach dem Training bzw. danach gleich wieder die Pechformel anwenden. Das heißt Pause machen, Eis drauflegen, irgendwie ein bisschen komprimieren und hochlagern und dann auf jeden Fall ab zum Arzt. Ja? Wenn man jetzt gerade trainiert, dann ist es auf jeden Fall nicht möglich, die Belastung noch weiterhin durchzuführen, weil es eben solche starken Schmerzen verursacht. Das Training nach diesen 4 bis 6 Wochen bzw. nach der Heilungsphase sollte erstmal so gestaltet sein, dass erstmal keine hohen Dehnungsreize im Training stattfinden sollten, einfach weil dann wieder die Gefahr halt läuft, dass die Muskulatur wieder anreißt. Ja? Immer wenn man so Muskelfaserriss hatte, wächst es natürlich wieder zusammen, aber man läuft in Gefahr oder es ist wahrscheinlicher, dass man danach nochmal einen Muskelfaserriss bekommt. Deswegen muss man da ein bisschen aufpassen und natürlich auch wieder schmerzfrei trainieren ist hier bei einem Muskelfaserriss angesagt. Und ja, ich hoffe, ich konnte jetzt heute mal so einen kleinen Überblick über die Muskelverletzungen geben. Muskelkater, Muskelzerrung und Muskelfaserriss haben wir heute durchgenommen. Falls du die anderen Videos verpasst hast, dann schau sie dir hier oben nochmal an. Ist auch sehr wertvolle Information für jeden Fitnesstrainer mit dabei. Wenn dir das Video gefallen hat, lass mal ein Like bei mir da. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video bei Karriere als Fitnesstrainer auf diesem YouTube-Kanal. Immer am Dienstag 17 Uhr und am Samstag um 11 Uhr ein neues Video. Bis dann, Karriere als Fitnesstrainer und ciao.